So, und herzlich willkommen zu Let's Rock Games. Wir sind jetzt hier. Wir haben ja gerade das Fell geholt. Und ich habe mich gewundert und gewundert, wo ist denn diese scheiß Harpune von Hork? Und ich bin doch eigentlich schon fertig mit der. Die hat sich hier ganz unten versteckt, die Dreckswaffe. So sieht sie aus. Natürlich direkt mal ausgerüstet. Was habe ich eigentlich noch ausgerüstet? Schauen wir mal schnell nach. Granatwerfer, wie immer. Weiße Harpune und wir haben mal. Oh, die will ich gerade ausrüsten. die Reaper-Armbrust habe ich. Und ich habe mal die Z93 mitgenommen. Das ist dieses ganz große. Die ganz große Sniper, die wir auf dem Flughafen hatten. Ich überlege gerade aber, ob ich mal die Reaper wegstecke und dann meine andere Waffe für mitnehme. Weil die Spasti, die habe ich schon mal. Die hier, die habe ich schon mal modifiziert. Ich kann es euch auch mal zeigen. Ich habe die ein bisschen umgebaut sozusagen. Die sieht schon nicht schlecht aus jetzt, ne? Aber es ist halt ein riesen Oschi und nur Kurzdistanz, wie man hier sieht. Nee. Ich probiere es mal aus, aber ich sollte auch mal eine Waffe mitnehmen, mit der ich wirklich umgehen kann. Ne? Flammenwerfer haben wir hier, Raketenwerfer, den Rocket Launcher aber leider noch nie. Aber ansonsten sieht es schon gar nicht mehr so schlecht aus, ne? Und wenn sie mir weiter auf den Sack geht mit dem Raketenwerfer, schieße ich mich mal zurück. Ne? Das wünsche ich knallhart. So, ich wollte mitnehmen. Was habe ich denn jetzt weggemacht? Weißt du das noch einer? Hm. Ach ja, ich habe die Reaper weggenommen. Die wollte ich aber eigentlich haben. Weil die ist eigentlich als Seitenwaffe gar nicht mehr so schlecht. Und ich habe heute was Wunderschönes. Wir machen nämlich. Was machen wir? Wir schauen mal. Wir holen uns mal den Angriffsposten, hä? Da haben wir hier unten schon mal ein bisschen was befreit. Und dann können wir auch zum Turm gehen. Muss leider gemacht werden. Tut mir leid. So, hier ist mal wieder ein Null-Auto. Bleib mal stehen. Ich will mal das fahren. Bleib stehen. Nimm es. Ist sowieso nicht meins. Ach. Geht doch mal weg. Das nervt mich immer tierisch. Geh weg. Muss hier arbeiten. Der goldene Pfad sollte die Mine stilllegen, damit sich das Land erholen kann. So, los geht's. Veränderungen liegen in der Luft, Leute. Veränderungen! Ich rede von so einer heftigen Barack Obama-Veränderung. Und wisst ihr, wie die riecht? Oh, riecht mal. Oh yeah, das riecht wie. Boah, fährt sich gar nicht mal so schlecht, das Ding. Natürlich nicht so schnell. Gerade jemand Speck. Hey, Choto! Was machst du? Oh Mann! Bleib doch mal stehen! Oh Mann, ey. Wenn der Krieg jemals endet, schwöre ich, dass ich nie wieder Lebensmittel verschwende. Sagen Sie das nicht alle? So, habe ich den anderen Typen getötet hier. Naja, habe ich ganz schön viel Bolzen verbaut für die Rettung hier. Naja, egal. Weiter geht's. Ich muss sagen, die Elite-Eierhain von Pergamindi ist schon nicht schlecht. Ihr hört Preis, Kyrat, und wisst ihr was? Rabbi Rayrama fühlt sich gut. Veränderungen liegen in der Luft, Leute. Veränderungen! Ich rede von so einer heftigen Barack Obama-Veränderung. Und wisst ihr, wie die riecht? Oh, riecht mal. Oh yeah, das riecht wie. Speck. Ich glaube, da brennt gerade jemand Speck. Ey, Toto! Was machst du? Bist du am Kochen? Brätst du uns für den So. So leicht geht's manchmal. Drei Sachen auf einmal erledigt. Könnte es jetzt noch einnehmen, aber keine Lust. Ich will jetzt erstmal ja dahin fahren.
Ah, ich habe es der Kamera trotzdem erhalten. Warum auch immer. Ja, okay, da komme ich nie rein. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich vielleicht hier irgendwie hochkomme auf den Berg. Das wäre cool gewesen, aber leider nicht der Fall. Dann müssen wir weiterlaufen. Nimm mich an, Ruhe, du Scheißvieh. Stimmt, ich habe ja jetzt mehr Köder dabei. Hinten ist ein Leopard. Na weg, kriegst mich nicht, du scheiß Adler. So. Da ist wohl jemand geflohen aus dem Knast. Habe ich zwar wie durch die wegen Felswände gekommen sind, aber scheint funktioniert zu haben. Ach komm, wir gehen jetzt jagen, komm. Armbrust hab ich dabei. Messer hab ich ready. Fertig, gejagt. Und ich habe schönes Nebel-Leopard, glaube ich, oder? Schneeleopard sogar. Mm. Nobel, nobel, nobel. Was ist da? Die Typen bloß töten, oder was? Ne, die haben dann Gefangenen. Warte mal, ich habe doch noch... Nee, die andere. Geht doch. Eingesperrt. Im Berg. Ja, ja, sowas kann vorkommen, ne? Ich werde dich verstöckeln. Mach doch, wenn du da rauskommst. Ich gehe vor. So, und davon hätten wir nämlich schon unser Angriffsziel. Der schwarze Rauch zeigt uns, dass wir da sind und dass hier noch nichts eingenommen ist. Ja, ich immer so viele Alarmdinger rumstehen, frage ich mich. So, diesmal holen die mir keinen, ja, Alarm. Diesmal nicht. So, langsam. So, da ist... Also du scheiß Leopard. Und echt nicht, du machst mir tierisch Angst, halt die Fresse. Der hat mich gesehen, der hat mich gesehen, der hat mich gesehen.
Schusslinie! Nicht mit mir, meine Freunde. Du aber auch. Geiles Teil! Ist zwar sehr langsam, macht aber tierisch Spaß. Heroin, okay. Das schaffen wir! Zu langsam. Ich darf nicht immer so langsam lange zielen. Boah, der hat es überlebt. Das ist unser Kampf. Geht doch. Geiles Teil, Alter. Ey, ich hatte mitten auf den Kopf geschossen, ne? Na, war jetzt schon mal taktisch besser. Und ich kann die auch wieder aufsammeln. Das ist doch mal ja keine schlechte Knarre. Ich glaube, das wird meine neue. Wir brauchen Hilfe! Wölfe greifen an, direkt vor der Bäckerei! Da war sie, Kiste. Ist da noch eine Armbrust verwendet, oder? Nee, die will ich nicht. Die wollte ich mal nachladen. Ja, eine Papune fehlt mir noch. Ist aber auch egal, ich habe echt genug Geld. Ob es jetzt trotzdem zwei Fälle gibt? Nee. Schade. So, hätten wir. So. Befrei mich, bevor sie mich töten. Nö. Noch nicht. Was können wir noch? Ich bin unschlüssig, was für Waffen ich mitnehme. Also die Sniper ist mal keine schlechte Idee. Die ist, kommt schön weit, vor allen Dingen. Ist aber auch, glaube ich, die beste. Es wäre so cool, wenn man hier so einen so Vergleich machen könnte. Was wäre die beste Sniper? Welche kommt am weitesten und so weiter und so fort. Das wäre nicht schlecht. Die Nitro ist eigentlich auch nicht schlecht, sagen sie hier. Aber ich denke mal, die beste Sniper ist immer noch... Jo. Beste sind eigentlich so die besten Waffen, weil es immer die speziellen sind. Hätte ich keine Reaper mehr dabei, aber dafür habe ich ja das ja dann. Schwierig, sag ich. Aber ist eigentlich schon eine geile. Ne, die lass ich mal, das ist eine geile Waffe. Ah, ist das schwierig. Warum kann man nie zwei Waffen mehr mitnehmen oder eine? Würde mir schon reichen. Scheiße, verdammt. Dass man pro Munitionsart, also Faustwaffe, Sturmgewehr, MP, na, Bogen wäre auch scheiße, da könnte ich bloß eins von den beiden mitnehmen. Das stimmt irgendwie, verdammt. Aber zwei Waffen mehr wären die schlecht, Leute. Denkt mal drüber nach. Gebt mir Bescheid, wenn er was ändert. Ach so. Also die bleibt erstmal, die ist cool. Entschuldigung. Die Spaß, naja. Die sind eigentlich auch nicht so besonders. Raketenwerfer, naja. Aber ich habe jetzt, ja, ich lasse das erstmal so. Bis ich mich umentscheide, noch was anderes zu machen. So. Habt ihr mir ein Auto da gelassen irgendwo? Nee, aber so ein Flugteil. Naja, gucken wir mal. Wie weit wir damit kommen.
So, hier muss ich abbiegen. Da ist ein Auto. Hup. Naja, Auto, ist jetzt fast ein bisschen zu viel gesagt. Dann halt so. Mist, 2 Harpunenschüsse verloren. Naja, macht nicht. Gucken wir uns bei Gelegenheit neu und ich habe noch 18. So, Hammer, da oben ist ein Helikopter. Habe ich gerade ganz genau gesehen. Komme ich aber irgendwie nicht ran, verdammt. Egal, dann fahren wir halt. Bist du sehr nah am Feuer gebrochen. Dieses Feuer übergreift, schnell weg. Der lebt noch, verdammt, weg. An alle Mitglieder der Royal Army an meinen Außenposten, hier spricht Tagami. Eure Leistung zu langsam. Ist zurzeit mehr als unbetrieben. Eure Befehle sind einfach. Ihr habt nur eine Aufgabe. Nur eine verdammte Aufgabe. Und nicht mal die könnt ihr erledigen. Wenn sich diese Situation nicht verbessert, werde ich euer Schicksal einfach den Terroristen vom Goldenen Pfad überlassen. Jetzt sind wir gleich da. Noch 200 Meter. Gegner? Nee. Wow. Dafür ist das Auto hier nicht gemacht. Definitiv nie. Ach, so eine Kackbrände, ey. Mal gucken, ob hier Gegner sind. Ja, sind sie. Ist eine unverzeihliche Sünde. Deserteure werden erschossen. Wenn ihr Deserteuren Unterschlupf bietet, wird es ebenfalls erschossen. Haltet das Vieh aus! In diesen Krisen sind es umso weniger, dass ihr euch in das Gleiche zu sehen. Verzweifeln sie nicht. Den Weg zum Kopfschuss. Kopfschuss. Also die Typen wäre ich auch noch nicht ganz wichtig töten soll. Ich will da hier nicht abfackeln. So, ich will den plündern. So. Hätten wir? Hammer. Check. In dieser krisengeschüttelten Zeit zu Hause zu bleiben.
So, wie komme ich jetzt hier rein? Da. Wow, die sind ganz oben heruntergefallen. Oh, nicht schlecht. Eine Idee hier weiter oben. Ich sollte mal was nehmen, was hier nicht so die ganze Sicht versperrt. War da jetzt mal recht simpel hier hochzukommen, wa? Wert, aua, schon nicht mehr. So, damit hätten wir wieder einen Außenturm befreit. Glockenturm, die Außenturm. Außenposten und auch Glockenturm war so. Damit haben wir wieder, ja, wieder irgendwas kostenlos, ist egal, ich hab schon alles. Kisten runtergeworfen. So, wo wollen wir denn hin? Wir könnten doch eigentlich, wenn es hier eh bergab geht, gleich mal hier angreifen. Hä? Schön in die Mitte. Bis dahin kann ich sogar fliegen. Probier es mal aus. Ob das klappt. Oh ja, das ist super. Ist hier eine Maske oder was ist hier? Ich habe gar nicht angezeigt, was hier ist. Okay. Das merken wir uns auf jeden Fall. Da gehen wir als nächstes hin. Aber erstmal machen wir den Turm da hinten. Turm. Außenposten, Mensch. Meine Fresse. So, wo ist jetzt noch ein? Wo ist denn jetzt der dritte? Ach, da hinten. Aber eigentlich geil, von hier oben die Leute zu killen, fetzt wie Sau. So, es muss bloß noch schaffen, dass die mich nicht sehen. Kann man sich eigentlich so hinlegen irgendwie? Ja, das ist das Hocken. Ist aber langweilig. Hat er was? Hat er was gesehen, ne? Komm, du hast nicht gesehen, auf. Hast. Ah, da komme ich noch nie ran. Ich habe den Außenposten noch nicht mal betreten und so gut wie alle getötet. Geile Scheiße, Alter.
Jetzt bin ich ja mal gespannt. Verstecken. Mich gesehen. Mist. Ob meine Fresse. Jetzt aber. Kein Alarm. Ja. Sehr schön. So, das war ja mal richtig lohnenswert hier. Lass mich durch. Jetzt sind wir ja relativ schnell vorangekommen. Aber so kann man Außenposten quasi ohne nehmen. Ich wurde zwar zum Schluss entdeckt, aber ich hätte vielleicht dann ab und zu mal meine Position ändern sollen. Aber mein Gott, hat ja trotzdem gereicht. Die alle platt zu machen. Nö. Bin ich doof oder sehe ich die Kiste nicht? Ach da. Bestimmt schon dreimal an vorbeigelaufen, so wie ich mich kenne. Yeah, jetzt können wir erstmal den ganzen Scheiß verkaufen gehen, den wir jetzt hier aufgesammelt haben. Alter, ist noch eine Flagge. Das ist noch eine Flagge. Hm, noch ein Poster. 101, ja, Propaganda-Belohnung. Was wird es sein? Bestimmt wieder XP oder sowas. Oder Geld. Hier, um mich zu retten? Nö. Na, was gibt's? Hast du alle? Ja, Erfahrungspunkte gehabt. So, verkaufen, schnell. Dankeschön. So, nochmal schnell einkaufen hier. Harpune, blödödöns. Hat sich doch eigentlich das, was ich habe, ausgewählt habe, richtig gewährt. Gewährt. Mensch, heute ist was los. Gut. Bist frei. Bin ein Lebensretter. So, und wie versprochen, werden wir noch zu dem einen kleinen Punkt fahren, den ich vor uns gesehen habe. Oh Gott, wo war denn der? Da ist er. Mensch! So, 100 Meter. Schaffen wir das easy. Ja, es waren rund 100 Meter, ich weiß. Jetzt nehmen wir es hier genau. Hey, waren da gerade eben noch Gegner, oder als ich rüber geflogen bin? Ganz nah sein hier. Hab dich. Damit habe ich 40 Masken schon. Meine Fresse. Das ist ja doch relativ fix. Da gibt es bestimmt jetzt wieder Erfahrungspunkte. Oder auch nicht? Ja, Erfahrungspunkte gab's. 250. Karma-Bonus erhalten. Aha.
Nun gut, dann machen wir hier eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.